Und das sind wir auch mal wieder hier zu einer neuen Folge von dem World of Tanks 100 Folgen Special hier mit dem XY7, hallo. und mir. Und dieses Mal machen wir wieder ein paar Jagdpanzer, die wir euch noch nicht gezeigt haben, also in letzter Zeit nicht, in diesem Special nicht. Und zwar den Sturin Emil, den Jagdpanzer 2, den T95 und den T110 E3. Fangen wir von vorne an. Die niedrigsten als Ja, mach mal erstes. Sturer Emil. Da habe ich ja schon die große drauf, habt ihr auch schon mal gesehen. Alter, T7 gefällt echt geil. Hast du inzwischen. Nee, du hast die große noch nicht. Nein, es fehlen noch 15k XP. 15k XP. Wow. Ja, die Wumme, die macht groß Bumm, hat aber nur 15 Kugeln dabei. Ja, in das kleine Ding da passt aber nicht mehr. Klein, das Ding ist ein großes Ding. Schau mal an, wie groß das ist. Das Problem ist, dass die Kugeln auch groß sind. 12 APs, 3 HS habe ich dabei. 15 Kugeln, ja. Oh. Wie viel hast du? Die Kleine hat ein bisschen mehr zu bieten. 36 APs, 14 AEs und 10 Gold habe ich noch dabei. 10 Gold, ach so, ja, wegen dem scheiß Durchschlag. Mit der Menge mehr Speed wäre der Panzer ja sogar ganz nett. Staubsaugermodus activated. Mop, Mob, Sad Face, Mob. mop. Deine Kanone schaut weiter raus als meine. Ah, oh, Ja. E25. Nassuba hat mich direkt mal aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, ob ich offen bin, aber Ja, ich wahrscheinlich. auch nicht, aber die haben Artillerie, drum sollte ich mal etwas konfus fahren, dass die nicht gleich auf mich zielen. Wobei so zeitig fertig ich vermutlich auch noch in ihre Position. Ja, Bishop, Alter, sie muss ja 10 Meter weiter vorne stehen. Ja, ey. Gut, GW Panda, mein ärgster Feind, wenn es Artillerie an, was an Artillerien angeht. Solche Drecksdinger schießen mich immer ab. Unsere Arti hat zum Beispiel gerade einen nice Job gemacht, indem sie diesen Jagdpanzer 4 da. Querschläger. Ach, scheißegal, mit dem Durchschlag kommst du halt locker durch. Ja, total. F25, ey, bleib mal stehen. An dem bin ich sogar durchgekommen. Ja, bombastisch. An dem habe ich vorbeigeschossen, VK361 haben. Hä, wie kannst du den treffen? Gerade konnte ich ihn treffen. Sturer Emil Auf den schießt die Artillerie. wird von der S51 eingezielt. Der IS-2 wird jetzt auch bestimmt kotzen, ne? Tja. Alter, da ist so ein Dreckshügel im Weg. Ich kann den VK da nicht Der treffen. ging nicht durch. Ich muss mal zu dir rüber, dann kann man nicht den VK vielleicht abschießen. Ja, der ist jetzt aber zurückgefahren. Wobei hier ist blöd, da haben sie direkten Sichtkontakt. Da kommt ein Sturer Emil. Ja, der hat sich jetzt auch anders überlegt. Leopard hat sich jetzt einfach mal entschieden, jo, fahren wir mal hoch, Was ne? macht denn der Black Prince? Lässt sich vom VK vermöbeln. Du pass auf, dass der VK da hinten stirbt. Achso, jetzt habe ich gedacht, du passt auf, dass der Black Prince da hinten stirbt. Dass der VK ordnungsgemäß vernichtet wird. Ordnungsgemäß in die Garage zurückgebracht Und wird. ich werde den VK hier drüben wegbumm machen. Dings, weißt schon. Wegbummen, ja. Da ist er auch schon Geschichte.
Und jetzt moven, moven, moven. Nein! Oh, fuck. Ja, die Wespe. Ja, Bishop. Kein Problem, sonst St. Emil schießt mich ab. Ja, schieß zurück. Lauter. Alter, was machst denn du? Schieß doch, fahr doch zurück in die Mulde. Bin tot. Ja, ich hab's gemerkt. Ich habe ihn zwar eingezielt, sogar so mittig abgeschossen. Schuss geht einfach mal in den Boden zweimal. Alter, zerleg doch mal jetzt den sturen Emil da. Ich glaube, die Artillerie wollte ihn doch schon vorhin auseinanderlegen. Das ist das Problem mit sturen Emils. Also wenn die große Kanone drauf haben, so wie ich hier, und du die nicht rausnimmst, dann können die böse Schaden machen. Ja, Drecksdinger, ey, hat mich mit zwei Schuss rausgenommen. Ja, Bishop E25 sind One-Shot. Müssen das Nashorn hören, ich fahr mal nach links. Mach das. Die regeln das auf der Seite schon. Hat mir der Bishop nur 99 Schaden gemacht. Kurz vor sein, dass er dich nicht oben getroffen hat. Genau. Ja. Der kleine Bruder von dem Panzer hier. PZSFL 4C. Und hier. PZSFL 5 hieß er ja mal, jetzt heißt er Sturer Emil. Da gibt es aber noch eine Zwischenstufe, das Nashorn. Ja, das passt aber nicht mit dem Namen. Da ist auch das Nashorn noch, um die Reihe komplett zu machen. Ja, ist leider was im Weg. Ja, der Berg. So, jetzt kann er gerne wieder aufgehen. Mach den ich bitte auf. In den Busch. Der war da in dem Busch gestanden. Hat sich bestimmt bewegt. Ganz oben in dem Wald steht auch noch was. Da hat nämlich was geschossen. Ist er, hat sich bewegt. So, Typ 58. Ach, beweg dich doch nicht. Ja, die Pots treffen da jetzt in unsere Base. Sollen sie doch. Ja, so scoutest du die nicht. Hoffentlich habe ich ja Arti-Support. Die Arti ist tot, wenn du die jetzt nicht aufmachst. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie ja auf dem Weg auch in deren Base. Nee, aber wenn die nur in unsere Base wollen, dann... Die sind nur auf dem Weg in unsere Base, glaub mir. Klasse. Oh, da kennen sie auch schon. Zu dritt gleich. Nee, nur zu zweit. Na, ist zurückgefahren. Ja, Gun Elevation, ey. For the win. Knall ihn, wieso oder? Kann ich ihn nicht treffen? Knall ihn ab. Fährt er zurück in das Haus. Da ist ein Nashorn. Schießt ihn mal. Alter, scheiß Position hier. Mach mal das Zeugs im Weg. Ja, die stellen sich jetzt alle in das Haus. Alter. Ja, hat hier halt irgendwas getroffen. Oder. Ja. Ach, Bogen. Oh. Alter, was machst du denn? Keine Ahnung, auf Auto Aim ist auch kein Verlass mehr. Aber wir haben ja Zeit. Guck, guck. Ja, was sind das hier für ein Alpha? 388, ey. Ich mal andere mehr. Nee. Alter, der Schwenk gerade ist von der Kanone hier ist ja auch mal besser gewesen. Dann war jetzt keine Glanzleistung, aber es hat gereicht. Ja, ey. Hat ja lange genug gedauert, bis du ihn da rausgenommen hast. Ja, es ist ja auch so ein Drecksdorf im Weg. Denkst du, kannst du freien Schussfeld auf den Captor?
Das war So. kann jetzt auch ein Problem. Ja, S51, ich suche den Typ 58 da. Was Ich gibt's fahre denn jetzt jetzt? einfach da hoch und warte auf. Wobei, gut, die S51 hat getroffen. Schönes Teil, schönes Teil. Ja, Hey, das ich ist. habe 3 Schaden mehr als die S51 gemacht. Und damit mein Crosskaliber gesichert. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ja, auf T7 rockt das Teil hier schon, wenn man gescheit spielt. Nicht so wie ich. Und selbst so wie ich gespielt habe, habe ich Großkaliber bekommen. Naja, machen wir weiter mit dem Jagdpanda 2. Ja, ich nehme meinen T28 Prototyp. Die Knifte hier macht den gleichen Schaden, hat aber wegen mehr Durchschlag noch und lädt schneller nach. Ja, klasse. Ja, so will man das doch sehen. T10 for the win. Hast du schon die große Wumme drauf? Natürlich. Ich habe den Panzer schon länger. Natürlich. Natürlich. Dadwumme. Ich hoffe nur, dass die hier rechts gut bestückt sind. Denn wenn die hier drüben durchbrechen, dann ist nicht mehr so toll. Wo fahren wir hin? Berg. Okay. Wobei, mit deiner Panzerung kannst du auch rechts, je nachdem wie viel da hinfährt. Ja, meine Ich Panzerung, meine, dein die ist Speed ist auch jetzt auch nur. nicht so. Meine Panzerung ist jetzt gerade so gut für T8 Panzer, aber wenn das so Ey, ich Terrain habe auch ist. mit T9 Panzern Probleme, an dir vorne durchzukommen. Ich weiß nicht wieso, Nein. aber. Das sehe ich anders. Die kommen immer an mir durch. Und über T10 Panzer will ich schon mal gar nicht reden. Mit E100 kommen sie zum Beispiel nicht durch. Ja, das. Das Ja. Problem beim T28 Prototyp ist, du hast halt keine Seitenpanzerung. Es reicht, wenn die Seite nur minimal zu sehen ist. Ja, das ist scheiße. Dann holst du einfach auf die Seite drauf. Damit ist, selbst wo du denkst, ja, der prallt ja sowieso ab in der Seite, weil das so schräg ist, du kommst da durch. Das ist Ja, genauso wenn. wie beim Super Pershing. Wenn der nur ein bisschen Seite zeigt, einfach draufholzen. Vorne Ja, beißt du dir die Zähne aus, Seite ist einfach der butterweich. Turm hier ist jetzt auch nicht so, der weiß halt letzter Schluss. Also ich bin dann auch gleich oben auf dem Berg. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Wir haben sie nicht mal angekratzt, ey. So T28, da ging auch mal leichter durch früher. Als ich den hatte, da kam jeder durch. Und ich prall immer nur ab. WoT hat sich verändert. Ey, Kanone, geh runter. Wir brauchen hier irgendwas, das scoutet. Machst du das? Magst du das? Ja, klar, René, ich weiß nicht. Du bist Alter. doch schnell. Wieso übernimmst du denn das nicht? Weil ich schon aufgehe, wenn ich mich da vorne in den Drecksbusch reinstelle. Dieses dämliche Objekt hat eine mir viel zu gute Sichtweite. Da, der Drecksack. Dann trifft man den nicht mal. Kann doch nicht so schwer sein. Die Kugel ging sogar recht gut hin. Soll doch wieder aufgehen. Ja, lass doch mein Haus hier in Ruhe. Ich glaube, die Position bei dir da drüben ist besser. Da sind ja schon 20. Ja, ich habe noch keinen Schaden gemacht. Wenn der mir seine Seite zeigt, gerne. Wirklich so. Snipe-Schuss.
Ein Prototyp haben sie da auch noch. Doch tot. Wo ist Das ein ist ja schon. Prototyp? Ja, die haben da hinten noch ein Prototyp stehen. Ja, schön für ihren Prototyp, aber. Oh. Ah, Objekt 460, 140 wird da jetzt mal vorne scoutet. Sehr schön. Ah, wo ging der Schuss hin? Das bin ich offen. Da kann man wieder alles abschießen. Ja, der M03 hätte sich wahrscheinlich auch erst zweimal überlegt, bevor er über die Bordwelt gefahren ist. Die da links sterben leider. Ja, das ist nicht so toll. Oh nein! Gut, immerhin ist der eine tot. Das Objekt soll nochmal hochfahren. Da kann man ihn nicht abschießen. Ein Schuss von dir, einer von mir und der ist tot. Ja, ich lade gerade nach. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ist klar. Streckt er nur seinen Turm raus, oder? Und er schießt mit Gold. Ein Drecksmongo. Aha, prallst du bloß ab? Mit einem verkackten Gold. Ja, Um. schön. Mit dem Drecksack da. Ich kann den nicht abschießen, ich bin zu niedrig. Ah, jetzt bin ich wieder gesehen. Ich habe ihm die ganze Zeit oben auf seinen Turm drauf geschossen. Ich finde, selbst den konnte ich nicht mal treffen, ich war zu niedrig. Das gerade ist der Sniper. Ich hoffe mal, die haben da auf der anderen Seite noch guten Erfolg. Ich meine, HP-mäßig sind wir doppelt so weit. Ja, die haben dann nur noch einen Leopard PDA. Ja, aber auf der anderen Seite JPE und E4. Da ist der PDA. Oh, fährt er nicht weiter Will dann zur auch mal Bordwelt? vorwärts und vor allem Cap rollen. Das muss wehtun. Immerhin gewinnen wir. Zwei erfolgreiche Gefechte. Das ist ja Seltenheitswert. Ich habe nur noch vier Kugeln, also wenn man so viel schießt. Ganz Wobei im Ernst, ich bleib hier im Cap stehen, ey. ich lade nur 2 Sekunden schneller nach als der andere Panzer da. Aber dafür bin ich auch schneller. Wie lange lädt eigentlich ein Ferdinand nach? Der müsste doch schneller nachladen, dafür, dass er langsamer ist. Das ist meistens so, die langsameren laden schneller nach. Der lädt irgendwas mit 10 nach, Ich glaube lade 11,22 nach, aber ich habe keinen Rammer und keine Vents und so drin. ich. Mit wird es vermutlich noch ein bisschen besser gehen. Ja, genau. Schafft's der Jagdpanzer eher ein 100 und der E4 nicht gegen den IS-3 oder was? Jetzt haben wir noch ein JPE und ein E4. Du capst da mal schön. Ja, ich kapp weiter, ich verstecke mich hier in der Okay, der Luft. E4 hat nicht mehr viel Leben, das ist gut. Der ist auch schon tot. Ich kapp trotzdem mal weiter, hat ja keinen Sinn mehr, da hochzufahren. Ja, genau, jetzt fährt er da lang. Deine Chance, nimm ihn raus. Ja, blöd. Nein. Fuck. Was? Ich hätte es sogar schaffen können hier an dem Durchweg. Aber das
Das Der ist ja Conway nicht. kommt jetzt und hilft dir beim Nachladen. Der Cornway. Ja, die verlieren sie uns so. Der schafft's nie und nimmer bis zu dir. Ja, auch. Ja, vielleicht nehmen wir den Conway noch gerade aus. Ja, dann merke ich das auch Da hinten ist er. irgendwo. Sehr gut. Jawohl. Wollte sich verkriechen und überleben. Haben wir sie schön rausgenommen, die Goldnoobs. Ja, dieses blöde Objekt von 140, ey. Hat aber auch nichts drauf, hat sich die ganze Zeit von mir abschießen lassen. Naja, hat 3300 Schaden gemacht. Na gut, aber wenn es sich von mir abschießen lässt. Ach. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit. Du mit deinem T95 und ich mit Ja, in meinem HD. Jagd. Schönes HD hier. Ich nehme meinen Hier Jagdtiger. sind Abpraller zu sehen, hier so da und da, und hier ist es auch Gestrüpp und so. Total fancy. Oh, T10-Gefecht wieder. Oh, wo fahren wir hin? Ich fahre hier gerne rechts, aber ich bin auf der linken Seite gespawnt und ich bin langsam. Das sind zwei Faktoren, die mich das nochmal überdenken lassen. Ja, ich schieb dich dann mal an. Mach das. War das jetzt ein Angriff über nur eine Flanke oder was? Oh. Scheint so. Ach, ich ziehe ja total an hier. Okay, Angriff über eine Seite. Eigentlich ist es auch nicht so schlecht. Die müssen rechts nur verteidigen. Wollt ihr der IS-80 jetzt auch anschieben oder was? I'll do that solo, ja. Ich habe auf der Seite mal mit meinem Centurion 7-1 recht gut gehalten gegen ein paar Typen da. Und in der Zeit haben die links gut gedrückt. Und. MVP. Macht Platz für Platz, die Wand. Platz, Motherfuckers. Schaut schon gut aus, der Panzer. Und wenn er nicht so langsam wäre, werde ich noch öfters spielen. Ja, schnelle Panzer, ja, die machen ja von, ne? Und Ja, das ist das Ding. Mit schnellerer Panzer, mit denen fährt man halt dann doch gerne als mit so langsamen Dingern. Auch wenn der hier trotzdem gut ist und ich eine 60%ige Winrate drauf auf ihm habe. so langsam in Krücken hier. Wir pushen einfach runter, hätte ich gesagt. Dich als Schutzschild. Ja. Schieb mal wegen vorne und dann. Schalte doch einfach den Konga-Radar aus. Muss ich mich ja auch noch rumdrehen oder was? Konga-Radar löscht nicht mal. Brennt gut. Ja, und hier muss man erst zu seinem Schaden kommen.
irgendwas Ich glaube, bräuchte. die campen alle da hinten und dann snipern die uns da im Camp weg. Ja, das war nicht so toll. Aber an mir müssen sie erstmal durchkommen. So Alle ein WT. T-44, war ist die ganze Zeit an mir abgeprallt. Ja, jetzt schiebt mich leider keiner mehr. Und ich fahre hier mit 4 km/h den Berg hoch. Oh, Artillerie. Wo genau bist denn du? Ach, da drüben. Alter, die lassen sich Ah, doch alle so zusammenschießen. dreist. Richtig dreist. Was? Artillerie. Lasst euch doch nicht so zusammenschießen. Ich bin nicht so schnell, um dir da zu helfen. GW Panda. Ja, der hat sehr schnell sein Leben verloren. Brauchen wir was den STW-1 da ausschaltet. Ja, wir brauchen was, dass die Artillerie beseitigt, die nerven ihn nicht. Ja. Ja, der STW-1 ist so gut wie tot. So gut wie tot, heißt noch nicht tot. Er nimmt jetzt unseren MS-03 da raus. Jetzt nimmt er gleich unsere Arti raus. Soll er noch? Ja, wurscht. Oder er kommt zurück und macht uns fertig. Ja, der schießt mir jetzt ab, wenn er uns. Die kämpfen nicht mal da hinten im Wald, das ist ja Lol. easy going. So, jetzt bleib da mal bitte stehen, du WT. Der FV kann nicht one-shotten. Wieso ist der WT da nicht stehen geblieben? Ist der WT? Kannst du den FV abschieben? Nee, ist ein Haus im Weg. Der FV soll nochmal vorfahren. Ah, er hat mir bloß die Ketten weg. Nein! Ah, er hat mir nur die Ketten weggeschossen. Dann kommt gleich die Artillerie hinterher. So. Ja, pass auf, hier noch die Artillerie, wobei die lädt gerade nach. Unsere Artillerie lebt ja sogar noch. IS-8 haben sie rausgenommen. Oh, der V schießt vorbei. Ist der VfV da im Arsch? In der Arsch. So, jetzt nimmt bitte die Artillerie raus. Die könnte mir jetzt nämlich böse in den Arsch schießen, wenn der SCB ist. Da ist die Artillerie. Da ist sie auch schon weg. Jo. Ho, ho. So viel hat mich jetzt nicht abgeschossen, dass man jetzt hier die Panzerung gut hätte zeigen können, aber ich habe auch gut was abgeschossen. Und da hat sich die Winrate auf dem Panzer wieder erhöht. Ja, der Panzer ist gut. 17 so. Credits plus. Ich? Ah, 6683. Naja, dann steigern wir uns mal zu den T-10 Panzern hier. Der MT-110E3, der Panzer danach, noch nicht HD, aber was soll's. Ist ja wenig schneller, dafür hat er nicht mehr so gute Seitenpanzerung. Das heißt, man muss die Front wirklich zum Gegner zeigen.
Und man kommt auch leichter unten durch. Jedenfalls ist der Teil unten größer. Leichter ist jetzt so eine Sache. Man muss schon zielen. In 50% der Fälle prallt man auch mal ab. Aber naja. So, wo fahren wir denn lang? Ich würde sagen, wir fahren mal links. Oh. Oder? Oh. Ist noch keine Streifen auf deiner Kanone. XY7, letztes E3 alone and joined to our platoon. Nö. Ja, genau. Guter Witz. Ich werde euch zeigen hier. Ich rock die alle weg. Weiß ja. Ach, ist doch egal. Ach ja. Das war der falsche Chat. Ja, ich hatte erst im für alle und dann habe ich noch in zweiter geswitcht, dann hast du dann dazu gestellt. Oh, Die haben drei Artillerien. ich bin offen. Ich muss an dieses Haus, dass mich die Artillerie nicht abschießt. Beide abgeprallt. Der ist abgeprallt, ist klar. Naja, zählen sollte man schon. Gut, das ging jetzt auch auf seine Front. Ich dachte, die Seite wäre besser zu, ja, dann zu sehen, aber. Ist auch abgeprallt. Ja, ich habe aber auch seine Front da getroffen. Ja, das ist nur seine Front zu sehen. Ja, ich habe die Kanone getroffen. Ist 8 mit HIs. Auf seinem Turm kommt man trotzdem durch. Ist gerade ein bisschen im Weg. Ja, hier, jetzt macht Bumm. Was? Was? Nein! Fängst du auf einmal das Brennen an. Ja, die Artillerie hat mich abgeschossen. Weißt du, da kommt ein T-44, ey, links. Lassen doch kommen. Wir haben da einen WZ, der hat das schon geklärt. Zum Glück. Mir wäre es lieber, wenn die Artillerie tot wäre. Schießen die ernsthaft auf mein Sichtgerät? Nur so als Tipp, beim E3 bringt das nix. Das könnt ihr beim E4 machen, da kommt ihr durch, aber nicht beim E3. Die schießen halt ernsthaft alle nur auf mein Sichtgerät. Und hier ist so ein dämlicher Pfosten im Weg. Ja, genau, und jetzt killt der E4 den oder was? Denkst du, ist ein Bulldog? Schon gesehen. Der ist aber stock. Ich mach ziemliche High Rolls hier. Echt, ich tue auch nichts, weil ich nichts abschieße. Alter, ich bin so langsam. Ah, den wollte ich jetzt auch gerade abschießen, aber. Wieso ist unser Team so gut? Ja, ist echt so. Nix kann man abschießen, die sterben alle schon, während man drauf zielt. Ja, ich habe null Schaden bis jetzt. Zweimal Wirklich? zu einem E50 abgeprallt. Und das war's dann auch. Mir einen Schuss von der Artillerie eingesteckt und einen Feuerlöscher verschwendet.
Hat sich ja total rendiert. Ja, das ist so eine Sache, wenn du nur einen Turm siehst, einfach auf den Turm ballern mit T10, TDs, kommst du auch da durch. Das ist ja gerade das Coole. Oh, Oh Alter. Mann, ey, jetzt hat der andere Jagdpanzer eher nur den abgeschossen. Mann, jetzt hab ich nur verarschen hier. Ey, fahr doch mal bitte über den Hügel, so dass ich dich abschießen kann. Ja, das wäre echt geil. Ja, prima. Null Schaden. Geil. Flunk, Echt? flunk. Hier habt ihr mal gesehen, wie die Panzerung von dem Ding so ist. Ehrlich gesagt, kein einziger Abpraller unten an der Frontplatte. Da hat mir irgendwie keiner hingeschossen. Oh, 1800 Schaden. Null. Ja, was gescoutet. Ja, Ich habe Sachen gescoutet. 887 am T44, was hat denn den abgeschossen? Ich weiß nicht. Naja. Also hier eine nette, schnellere Runde noch mit dem Panzer hier. Und das waren jetzt mal wieder 1, 2, 3, 4 Siege in Folge. Ja, ich glaube, wir Wahnsinn. sollten öfters aufnehmen. Unser Glück hat sich gedreht und jetzt gewinnen wir immer unter den Aufnahmen. Ja, nur mal so zur Anmerkung. Gestern vor der Aufnahme. Alles verloren hier. Super gewesen, alles. Ja, gestern. War schon kurz Sieben davor, Siege, das. 17 Mal verloren, ey, War schon kurz trotzdem. davor, das Spiel zu deinstallieren. Nee. Naja, das soll es mal für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin verabschiede ich mich. Ich sag wie immer Tschüss. Ciao.